Lieben, ich breche alle Horoskope, karmische Liebe. Was ist bei Seelenpartner los? Ja? Was ist bei deinem Seelenpartner los? Ich werde diese Legung, ja, alle 3 Monate machen, die Entwicklung der Seele, ja? Was ist bei deinem Seelenpartner los? Also Vergangenes, Gegenwart, Zukunft, ja? Und dann werde ich noch eine, hoppla, dann werde ich noch eine, noch Karten ziehen, ja, was genau da los ist, was war, was ist, was kommt, ja. Dann werde ich für dich hier eine Karte ziehen, ja. Danke. Vergangenheitslinie. Zukunftslinie, Gegenwartlinie, Gegenwart und Zukunft. 3 Karten bitte, danke. So. Dann mache ich noch hier, ja, auf Herzebene, ja, was da los ist. Beginnen wir, ja? Was ist, was war in der Vergangenheit? Was ist Gegenwart? Zukunft. Freundlichkeit, ja? Er kommt freundlich auf dich zu. Es braucht aber Zeit, die Bäume sind eine Zeit, die lang geht. Hm? So, zeige Liebe, das war die Vergangenheit, Vergebung. Ja? Durch Festhalt an alten Enttäuschungen ist nicht zu gewinnen. Ja? In der Vergangenheit musste er diese Erfahrungen machen, ja? Und reflektieren, dass an Altes zu kleben, das bringt gar nichts. Hm? Schalte das Licht in dein Herzen wieder an. Erlaube dir jetzt in diesem Augenblick an deine Zeit zu denken, die du Liebe erfahren hast. Das war ein sehr großes Thema bei ihm. Und auch Liebe zeigen, ja, hat er Schwierigkeiten. Ja? Finde heraus, was den Menschen, die du liebst, richtig und handle danach. Das war sehr, sehr, sehr schwierig für ihn. In Gegenwart, die Liebe hält durch. Ja? Die Liebe gibt nicht auf oder verliert den Glauben. Die Liebe ist voller Hoffnung und jedes Dossum gewachsen. Ja, er ist voller Hoffnung, ja. Liebe umhüllt dich von allen Seiten. Er wird auch beschützt und begleitet in dieser Phase. Liebe ist immer und überall da und das ist ihm bewusst, ja, dass die Liebe, nur die Liebe, der Schlüssel zum Glück ist. Das ist ihm sehr bewusst, diese Seele. Übe Mitgefühl, betrachte die Dinge aus einem anderen Blickwinkel, ja. Er ist am Recherchieren innerlich, ja. Er ist sich an Entwicklung, ja, dass solche Sachen existiert, ja. Zukunftslinien. Empfange mit Liebe und Wertschätzung. Er muss die Liebe wieder anfangen zu lernen, wieder zu schätzen, ja. Schalte das Licht in dein Herzen an. Ich liebe dich. Das sind sehr wichtige Worte. Er liebt dich. Ihm ist bewusst in Zukunft, dass er dich liebt. Eile mit Weile, wenn du aufgeregt bist, handelst du vorschnell. Er ist aufgeregt, ja, er kommt freundlich, aber er braucht noch Zeit, ja. Er braucht noch Zeit. 3 Karten für die Vergangenheit, ja, danke. Ja, diese Veränderung, diese innerliche Veränderung, ja. Er musste Nachricht erhalten. Du hast ihn geschrieben in der Vergangenheit, ja, die Kommunikation war da,
Also du hast ihm mehr geschrieben, ja. Und das hat ihn durcheinander gebracht, ja. Er war verwirrt. Er möchte eine Entscheidung treffen, Gegenwart, noch zwei Karten, Gegenwart. Mhm. Er möchte einen Neuanfang mit dir. Erst jetzt, er im Sommer, kann sein, dass es jetzt auf dich zukommt, ja. Gegenwart ist ja hier und jetzt. Und kann sein, dass er in Heilungsphasen ist wegen alter Wunde. Ja, er macht sich schon Sorgen über sein Leben, aber er kommt freundlich auf dich zu, auf eine Freundschaft, eine Freundschaftsebene zuerst. Ja, er will die, und er kämpft mit Hoffnungslosigkeit. Ist die Hoffnung noch da? Möchtest du ihn zurück? Möchtest du ihn zurück? Das ist die Frage hier, die er sich macht, die er sich stellt. Aber er bemüht sich, er probiert ihn. Drei Karten der Zukunft für diese Seele hier, ja? Was kommt denn auf ihn zu? Wie reagiert er? Ja? Was plant er? Drei Karten bitte. Drei Karten. Acht auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich, ja? Er hat immer noch Verletzungen. Er war sehr co-abhängig in der letzten Bindung, Partnerschaft, ja. Dein Liebeswille wird von Suchtfall negativ beeinflusst und Täuschung, ja. Und Warnkarte warnt ihn von diesen alten Wunden. Er ist eben Sommer, er ist im Heilungsprozess immer noch. Er braucht Zeit, dieser Mensch. Aber in Zukunft wieder auf dich kommt. Wie lange das geht, kann ich dir nicht sagen, okay? Jemand in dieser Beziehung wird gesehen, ja, er hat immer noch diese Maske. Er ist enttäuscht von der Vergangenheit und das muss heilen, ja? Was sagen die Engels zu dir, meine Liebe? In Bezug auf diese Seelenverbindung hier. Was raten dir die Engels? Was raten sie dir? Ja? Was raten sie dir? Glaube daran. Ja, verliere den Glauben nicht an diese Seelenpartnerschaft. Welches Sternzeichen ist hier? Krebs. Krebs ist es. Ja? Die Sternzeichen ist Krebs. So, meine Lieben, das war das Seelenpartner-Orakel. Bis zum nächsten Video. Der Kometa los. Mua.